Hallo, und da sind wir wieder bei einer neuen Folge Hard to be God. Bei einer neuen Aufnahme. Das Pferd steht übrigens falsch. So habe ich das gar nicht eingepaart in der letzten Folge. Sauerei ist das. Ein Wolf. Wo reiten wir denn mal lang? Ich sehe ein Lagerfeuer durch die Bäume schimmern. Das klingt doch vielversprechend. Hey, ho! Bro! Oh, das war daneben. Ganz knapp aber nur, hat man ja gesehen. Kann man nichts machen. Jetzt hat er mein Pferd getroffen. Ich ihn aber nicht. Unglücklicherweise muss man sagen. Komisch, vorhin in der Testaufnahme war ich noch ganz heiser, jetzt ist das weitgehend weg. Aber euch blüht Schlimmeres als Heiserkeit. Also, den hier, nicht euch. Noch zwei to go. Und der letzte legt sich auch gleich schlafen. Und zwar genau jetzt. Und die haben auch noch ein neues Pferd. Mensch. Vorher gab es nie genug Pferde und man musste sich eins suchen und hier kann man sich davor kaum retten. Nicht mal, nicht, dass man sich vor Pferden retten müsste. Denn in diesem Spiel taugen die ja nicht mal dazu, um jemanden umzureiten. Aber trotzdem. Noch mehr Kürbisse. Ah, ich liebe Kürbisse. Kürbisse! Was haben wir denn da? Noch mehr Pfirsiche, die ich vorher fälschlich als Nüsse bezeichnet habe. Als Rudelnüsse und dumme Nüsse und schlimm, dass ich da alles gesagt habe. Hä? Ach, der versteckt sich da im Dickicht, dieser feige Hund. Der feige Wolf auch. Das sind vielleicht zwei Stück. Von jeder Sorte. Und auch noch Stufe 3. Mensch. Da ist ja noch einer. Oha. Hilfe. Oha. Das war jetzt nicht so geplant. Alle drei auf einmal. Oha. Das werfe ich nur mal schnell weg. Die Zähne nehme ich mal mit. Die sind, glaube ich, sowieso mehr wert. Und ich habe sowieso gerade... Oh, fuck. Ich habe ihm Zong... Ich habe ihm den Zong gegeben. Nein. Ich habe ihm die Chance gegeben, wieder aufzustehen. Oha. Das... kann ja noch interessant werden, ohne Pferd. Das war ja nur... gänzlich unvorhergesehen. Ah, du Hund. Nur noch einen Schlag hat er gebraucht. Scheiße.
Wisst ihr was? Ich schlag erstmal Haken und hol mir ein neues Pferd. Ich habe nämlich überhaupt keinen Bock, die einfach so zu versuchen fertig zu machen. Oder fertig zu machen, zu versuchen. Wie auch immer. Stirb! Beziehungsweise. Achso, da. Hä? Das wären noch mehr Banditen. Ich sehe den hier so schlecht. Ich muss den wieder auf die Straße locken. So funktioniert das nicht, mein Freund. So ist er nämlich in der unangenehmen Position, dass wir ihn nicht sehen, gleichzeitig auch nur schwer treffen können. Was zum Teil auf jeden Fall daher kommt, dass wir ihn nicht sehen können. Ach, da gibt's noch einen Pferdehändler. Sonst noch irgendwas? Ne, sieht nicht so aus. Also. Was sollen wir eigentlich machen? Eine Formel für das Gegenmittel, die Suche nach Vater Kabani. Ach so. Wir sollen erstmal zur Taverne. Wahrscheinlich können wir da rausfinden, wo der Typ ist, der uns ein Gegenmittel machen kann. Und ich mache erstmal einen Quick Shave. Ich rasiere mich mal kurz. Ein Kavik Save. Ein sehr kavikes Kavik Save. Alter, hier ist auch was los. Das macht ja Schipass hier. Ja, sag mal. Ich glaub's ja nicht. Also für Pferde gebe ich auf jeden Fall kein Geld mehr aus. Die sind scheiße teuer. Und gehen... Je nachdem, was für ein, wie teuer das Pferd ist, dann auch noch entsprechend schnell kaputt. Also, je günstiger. Alter, was ist denn hier los? Spawnen ab einem bestimmten Punkt besonders viele Banditen oder was? Das ist ja unzumutbar. Und noch zwei. Und noch einen. Und... Wann haben wir ihn denn? Wann haben wir ihn? Boah. Alter. Ja, ein Drehwurm. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Vor wenigen Folgen. Glaube ich noch in der letzten Aufnahme. Ach. Boah. Wie gesagt, nur das Geld kommt mit in die Welt. Und die Tomaten natürlich. Die lassen wir nicht liegen. Da kenne ich nix. Alter Schwede. Alter Schwede.
Was hier los ist plötzlich? Was mit dem hier? Und da grunzt da irgendwo in der Ferne ein Eber vor sich hin. Ein Nackteber. Oder wie die Viecher heißen. Genau gesagt, da vorne wahrscheinlich. Ein Kavik-Safe und da vorne ist schon der nächste Bandit, beziehungsweise die nächste Gruppe. Der ist bestimmt nicht alleine, so wie ich die kenne. Und die verstecken sich auch noch. So, du kommst mal ganz schnell aus deinem Versteck raus. Alter, das ist auf scheiß Sneaky hier. Alter. Alter Falter. Jetzt gib doch endlich mal den Geist auf. Also nicht mein Pferd, sondern... Alter Schwede. Ist verdammt eng hier. Alter. Mann, oh Mann, oh Mann. Liegt das am Schwierigkeitsgrad, oder? Mann. Echt? Ich kann es nur immer wieder betonen. Was ist hier los? Oh. Mann, jetzt erstmal ins Gebüsch und kotzen. Heiliger Mika. Gewöhnen wir uns mal ein paar einheimische Sprichworte an und reiten weiter auf dem Weg zur Taverne, der bestimmt nicht so ungefährlich ist, wie er aussieht. Was habe ich gesagt? Zwei Wölfe gleich. Ey, das, was ich in diesem Spiel so am meisten hasse. Alter, wie viele... sind die Wölfe? Habe ich denn das beendet? Das, was ich am meisten hasse in diesem Spiel, ist, sind die Wölfe. Also mit am meisten. Es gibt noch andere Sachen, die mich wirklich teilweise in Rage treiben. Aber die Wölfe sind am schlimmsten. Ah. Ja, ich jaule gleich zurück, du. Alter Vater. Alter, unser Pferd ist schon bald wieder Schrott. So, den Bogenschützen werden wir schon mal los.
Alter, ich überziehe bestimmt gerade schon wieder. Diese ganzen Kämpfe machen einen echt irre.